was man beim Katheter, ja, was man mit dem Katheter macht beim Quickie, darüber soll ich sprechen. Meine Sekretärinnen, denen habe ich den Titel vorgelesen und die haben gesagt, das ist aber skurril und bizarr. Und das mutet ja auch wirklich skurril und bizarr an. Das kann man sich schwer vorstellen, ist aber eine alltägliche Sache. Allerdings bin ich nicht so begeistert mit Quickies, weil Quickies sind ja in keiner Lebensphase wirklich was sehr Empfehlenswertes, weil sie das Wesen des Sexuellen, nämlich die Begegnungsmöglichkeit, hinteranstellen, aber gehören natürlich auch zum Leben dazu, das Quickie-Essen, das Quickie-Bumsen und alles. Aber schöner ist es langsam. Schöner ist es langsam. Langsam essen und langsam bumsen ist viel schöner, sage ich. Verstanden? Langsam ist schöner. Ich komme dann noch zur Harnsperre und zur Inkontinenz. Da könnte man natürlich lang sprechen. Aber es wird ja eine Galerie hier eröffnet. Und ich möchte gern zur Kunst hinführen. Und zwar gibt es da einen Spruch vom persischen Dichter und Sufi-Mystiker Rumi, der 1205 geboren ist. Und dieser Spruch geht mir nicht aus dem Kopf. Den möchte ich kurz jetzt aufsagen. Es gibt tausenderlei Arten, sich niederzuknien und die Erde zu küssen. Jenseits der Ideen, jenseits von richtig und falsch, gibt es einen Ort, treffen wir uns dort. Also ich sage den Spruch noch einmal. Es gibt tausenderlei Arten, sich niederzuknien und die Erde zu küssen. Jenseits der Ideen, jenseits von richtig und falsch, gibt es einen Ort, treffen wir uns dort. Nun erlauben Sie mir, dass ich diese Worte von Rumi, die schon sehr alt sind, wie Sie verstehen, dass ich die ganz kurz auseinanderlege, Ihnen für Sie, für mich interpretiere. Also der zweite Teil, jenseits der Ideen, jenseits von richtig und falsch, gibt es einen Ort. Viele Menschen können sich gar nicht vorstellen, dass es jenseits der Ideen, jenseits von richtig und falsch, irgendwas gibt. Das kann man besonders gut bemerken, wenn Sie Kunst betrachten. Dann wissen Sie immer, entweder Sie sagen, das könnte ich auch, oder der Band ist aber sehr kräftig und toll, das ist ja wirklich schön. Oder, also richtig zum Beispiel ist der Panther und dann die Skulptur da ist falsch, die ist zu naiv oder irgendwas. Verstehen Sie? Jenseits der Ideen gibt es gar nichts, jenseits von richtig und falsch für die meisten Menschen. Die können sich gar nicht vorstellen, dass es diesen Ort gibt. Aber wenn man es ganz wirklich, wenn Sie mit mir mitgehen, wenn Sie wirklich mit mir mitgehen in dem, was ich sage, dann werden Sie bemerken, wenn wir uns nur im Hinblick auf die Ideen, auf das Richtig und Falsch unterhalten, dann trennen wir uns. Da gibt es keinen Ort, wo wir uns treffen. Da können wir von Glück sprechen, dass Sie das gleiche Richtig und Falsch haben wie ich. Und wenn Sie zufällig nicht das gleiche Richtig und Falsch, nicht die gleiche Idee haben, dann werden Sie die Trennung deutlich spüren. Daher werden wir versuchen, diese Themen auszusparen, wo wir möglicherweise nicht einer Meinung sind. Aber es gibt kein Treffen, weil die zufällige Koinzidenz von Ideen und von Bewertungen führt noch nicht zu dem, was Begegnung ist. Und so kann man auch Kunst nicht anschauen, weil die Galerie eröffnet wird, darf ich allgemein über Kunst sprechen. Kunst kann man nur so betrachten, dass man alle Ideen vor der Tür lässt, alles richtig und falsch, alle Bewertungen, sich direkt anrühren lässt. Das ist der Ort, wo man sich treffen kann. Man würde mit Rumi sagen, jenseits der Ideen, jenseits von richtig und falsch gibt es einen Ort, treffen wir uns dort. Wo sollen wir uns sonst treffen? Es gibt keinen anderen. Und dann
gibt es tausenderlei Arten, sich niederzuknien und die Erde zu küssen. Eine wunderschöne Metapher für das auf der Welt sein. Wir bilden uns ein, nur so und so und so ist das Leben richtig und so mache ich es und so habe ich Sicherheit und so lebe ich und anders kann ich nicht leben. Und wenn man das nicht einübt, so im Alltag, dieses Verschieden im Leben stehen, dann werden wir auch keine Begegnungen schaffen, dann werden wir auch keine Berührung schaffen, weder mit der Kunst noch mit anderen Menschen. Weil die Kunst ist ja nichts anderes als eine Metapher von uns selbst, von den Begegnungen, die wir im Leben haben. Also das Einüben, auf der Welt zu sein, auf tausenderlei Arten, so quasi die Erde zu küssen. Küssen ist eine Fütterung, eine gegenseitige Fütterung. Wir küssen die Erde und die Erde küsst uns. Und so wird das Leben reich und magisch und zauberhaft und letztlich auch spirituell. Und Kunst ist ja am High-End. Was eigentlich Kunst ausmacht, ist tiefe Spiritualität. Anders ist Kunst nicht zu verstehen. Ja, um zurück auf die Erde zu kommen, wirklich auf die Erde mit der Harninkontinenz und der Harnsperre und all diesen Dingen und unsere Bedürfnisse nach Sexualität, auch jenseits, auch wenn es die katholische Kirche nicht gern hört, jenseits der Reproduktion. In dieser Situation, in der wir uns eben einfach körperlich begegnen wollen, auch als 80, als 90-Jährige, als demente Menschen. Wir haben uns gerade damit beschäftigt und die Ergebnisse sind fantastisch. Auch demente Menschen haben Sexualität. Von den 80-Jährigen wünschen sich fortan Sexualität fast 100% der Männer und 82% der Frauen mit 80 noch. Und auch mit 90 ist die Rate der Sexualität ungeheuer groß. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Und das Problem des Katheters bei der Sexualität ist tatsächlich ein Problem, weil die Menschen wollen das nicht aufgeben, diese Form von Berührung, diese Form von Begegnung. Aber wenn Sie sich anschauen, Ihr eigenes Leben, vielleicht Ihre eigenen Vorlieben, dann wissen Sie, Sie sind vielleicht angeekelt von irgendwelchen Körpersäften und Sie sind es gewohnt, vielleicht den Urin als ekelhaft zu betrachten, wenn Sie kein Biofanatiker sind und den eigenen Urin für die Immunstärkung trinken. Aber dann gibt es doch wieder Perversionen, wo ja bekanntlich der Höhepunkt der Orgasmus nur möglich ist, wenn irgendein anderer uriniert oder mit seinem Kot sozusagen einem aufscheißt. Entschuldigen Sie das Wort, aber es ist ja so. Und Sie sehen, dass die Grenze sehr fließend ist. Und worauf ich hinaus will, ist einfach, dass wir anerkennen müssen, mit Rumen zu sagen, die tausenderlei Arten, sich niederzuknien und die Erde zu küssen und dass wir unsere eigenen Ekelgefühle und die eigenen Wertvorstellungen nicht zur Einengung geraten lassen, zur Einengung im Leben zu stehen, dass wir uns öffnen dem Gegenüber, was uns gut tut, jenseits des Ekels, jenseits der negativen Vorstellungen, dass wir nicht irgendwann im Leben in eine Situation geraten, dass wir aufgrund unserer Wertvorstellungen in unsere Genussfähigkeit eingeschränkt werden. Und das ist nicht erst ein Thema, wenn wir selbst betroffen sind, dass wir einen Katheter brauchen und Sexualität haben wollen, sondern schon jetzt müssen wir uns weiten, damit wir möglichst viel an echtem Genuss, an echtem Genießen mitbekommen im Leben. Weil im Genießen berühren wir die Welt. Ich bedanke mich.